Na, zusammen, mich hier ist wieder Eutela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Hex und Hop. Und für diesen müssen wir alle vier Bosse in Tal'Dassar auf den Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, während wir mindestens ein Gruppenmitglied haben, das unter dem Einfluss des Effektes instabile Verhexung steht. Und wo kriegen wir diesen Debuff her, instabile Verhexung? Den bekommen wir von einem Hexendoktor. Und zwar steht zum Beispiel einer beim ersten Boss, wenn ihr nach rechts geht, in der ersten oder in der letzten Mobgruppe vorm Boss quasi. Und ihr seht schon, da hinten ist einer im Cage drin. Hier diese Hexendoktorin. Es gibt eins wohl in der Instanz. Also wenn ihr jetzt einen verliert, weil ihr den killt, ist das alles kein Stress, ja. Wir haben uns jetzt für die Cage-Taktik bzw. CC-Taktik im Allgemeinen entschieden. Heißt, alle Mobs in der Instanz haben wir geklärt. Also zumindest auf den Wegen, die wir brauchen. Und dann diese Hexendoktorin hier drüben ins CC gesetzt. Die Cage hält eine Minute, haben jetzt hier den Bosskampf angefangen und spielen jetzt einfach den ersten Kampf, also den ersten Bosskampf hier runter. Sobald die Hexendoktorin rauskommt, das wird etwa sein, wenn der Boss relativ low schon ist, ist es so, dass sich zwei Spieler zusammenstellen. Denn das Erste, was die Hexendoktorin machen wird, ist ein CC setzen. Und das ist ja so ein kleiner Raptor-CC. Und es ist so, dass dieser CC nicht relativ lang hält, aber er springt auf nahe Spieler über. Da hat man so einen Kreis um sich rum und ein Spieler, der in der Nähe steht, kriegt dann diese Verhexung. Und eigentlich will man gucken, dass diese Verhexung dann wieder auf den nächsten hinspringt und immer hin und her. Jetzt seht ihr, hier haben wir diesen Kreis. Und jetzt hat der Hunter quasi diese Verhexung und jetzt muss wer anders da noch reinlaufen. Und es springt dann quasi immer hin und her, wenn zwei zusammenstehen. Wir haben das einfach hier mit einem Heiler und einem Range-DD gemacht. Dann ist es relativ easy. Die sind halt jetzt dann immer rausgenommen. Aber Boss stirbt und quasi CC war immer drauf. So, haben wir den ersten Boss umgenutzt und dementsprechend unser CC hier durchgebastelt. Und wir hauen ihn jetzt einfach wieder in CC und gehen dann weiter, beziehungsweise ich glaube, ja, nee, wir haben ja den Trash schon weggemacht, also können wir ihn aufhauen, wir müssen ihn einfach zum nächsten Boss ziehen. Und das gleiche haben wir jetzt hier unten bei dem Raptor-Boss auch gemacht, CC't, bis der Boss low ist, rausgehittet, zwei Spieler wieder zusammengestellt und dann Boss umgehauen. Und ihr seht, das Ding kann man theoretisch auch mal weitertragen, theoretisch kann man auch ohne CC spielen, einfach durch die ganze Instanz immer den CC tragen, man will es aber nicht unbedingt. Ich habe übrigens rausgefunden, als Druid ist man in der Gestalt hier immun gegen den Scheiß, ja, und das ist jetzt hier beim dritten Boss, haben wir das auch nochmal gemacht. Hier gibt es übrigens noch ein anderes Achievement, das ihr kombinieren könnt, und beim Endboss gibt es auch ein Achievement, was ihr theoretisch kombinieren könntet, solltet ihr aber nicht, denn das Endboss-Achievement plus das Hex- und Hop-Achievement, beides zusammen zu machen, ist wahnsinnig. Wir haben es getan, ja. Hat uns etwa eine Stunde Zeit gekostet. Ich musste hier auch, wie ihr gerade seht, Heiler dann spielen. Wir haben es dann mit zwei Heilern gemacht und es ist sinniger, Hex und Hop zu machen in einem Run plus dieses Goldfieber, was bei dem zweiten Boss quasi ist und dann einen extra Run für das Endboss-Achievement. Alles leuchtet. Endboss-Achievement plus Hex und Hop ist insane und kostet dir mehr Zeit, als zweimal die Instanz zu laufen. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Und ich habe es bloß durchgezogen, weil wir es angefangen hatten und dann ist dieses Holzwege zu Ende gehen Geschichte. Also tut euch selbst einen Gefallen und macht nicht das Endboss-Achievement und Hexenhop zusammen. Tut es nicht. Ich werde es im Alles leuchtet Achievement Guide erklären oder wenn ihr die Gesamtaufstellung guckt, dann auch gleich für euch erklären, aber macht es nicht. Tut euch echt einen Gefallen und macht es einzeln. Das ist wesentlich einfacher. Und wie gesagt, Druids, ne, können ja nicht Gestalt verwandelt werden, deswegen nicht eine Eule und eine Eule in Eulengestalt oder ein Bär oder eine Katze mit irgendwen verwenden, wo ihr es hin und her pingen lasst, wenn ihr den Boss low habt, sondern irgendwas, was verwandelt werden kann. Sonst habt ihr halt die Problematik, dass das Ding ins Leere geht und euer Achievement verkackt ist. Ja, das war's mit dem Achievement Guide für dieses Achievement. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen. Sollte es der Fall sein, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.